Hier oben ist auch gemütlich. Der hat hier echt ein geiles Producer-Zimmer eingerichtet. Das war ja, sah echt aus wie Halligalli, aber ja, die machen Session gerade unten. Ursprünglich, als der Miguel mit dem Dan unten war, hat Smooth hier sein Producer-Zimmer gehabt. Nee, aber Als unten noch andere Leute drin waren. Und jetzt ist es halt so, das ist so das Zimmer zum Schreiben. Oder ja, wenn unten jemand ist, kann man halt hier hinkommen und einfach sein eigenes Ding machen, schreiben, Musik hören. Ja, da ist auch ein kleines Mic, also so ein kleines Setup, ne? Also schon ein Mac da, Boxen und ein Mic, ein Bett zum Pennen und 1.000 Millionen Platten. du hast gerade auch was gesagt wegen neuer Mucke. Kannst du da schon drüber quatschen oder ist es alles Undercover-Modus? Nee, null, null undercover, Mann. Also ich, ja, ich habe jetzt so 5, 6 neue Songs aufgenommen und werde auf jeden Fall Videos dazu machen. Und ja, ich werde jetzt einfach mich da gar nicht verkopfen und irgendwie krass jetzt zu sagen, okay, es muss jetzt ein Album her, das muss alles 12, 13, 14 Songs, sondern ich will lieber regelmäßiger einzelne Songs rausbringen als Videos. Und da werde ich auf jeden Fall, ich schätze mal, die nächsten 4 bis 6 Wochen anfangen, die ersten Videos rauszuhauen. Was war vor Ja. der EP? Hast du vor der letzten EP schon irgendwas rausgeballert? Also, wo man irgendwie hören kann? Also ich habe ganz lange auf Englisch gerappt, ne? Und daher kenne ich auch einen Smooth. Als ich nach Deutschland gezogen bin mit 10, habe ich auf Englisch gerappt. Ich habe in den Staaten ja gewohnt und meine, ja, die Faye war eigentlich wie meine Oma, wie meine Mutter. Die hat damals für Amis, die nach Deutschland gekommen sind, die in der Kaserne gewohnt haben, Wohnungen ausgecheckt. Okay. Und ich bin auf ein Battle gegangen damals. Es war am 13. September, es war Tupacs to siebter Todestag zufällig, habe ich bei einem Battle mitgemacht. Und sie hat gerade für einen Mix seiner Mutter, mit dem ich damals Mucke gemacht habe, eine Wohnung ausgecheckt. Und er ist mitgegangen und er war auch Rapper. Und eins führte zum anderen. Und dann sind wir halt irgendwann 2 Jahre später zum Smooth gekommen und haben halt da einfach auf Englisch Mucke gemacht. Und ich habe halt dann irgendwann, als der Mick dann in die Staaten gezogen ist, angefangen auf Deutsch Mucke zu machen. Aber die EP, die ich jetzt gemacht habe, das ist so mein erstes deutsches Projekt gewesen. Die EP war letztes Jahr. Ja. Aber hast du durchgängig Mucke gemacht? Nee. Immer mal wieder, Mann. Ich habe immer mal wieder was gemacht, aber ich habe mich dann auch, ich habe dann mal ein paar Jahre lang nichts gemacht, so 2, 3. Aber ja, keine Ahnung, ich habe studiert, ich habe das aber abgebrochen und dann habe ich halt wieder angefangen und habe dann mit Chris und mit Miguel in Bamberg einfach eine EP aufgenommen. Genau, und jetzt ist so, dass ich mit Chris Lee, wie er sich nennt, jetzt halt neue Songs aufnehmen. Chris hat sich hier, also Lee, der hat sich hier angemietet. Savasch, das ist ja Savasch, und er mieten sich halt hier quasi ein, genau. Und man muss dazu sagen, es ist der Vorher. wunderschönste Ort, den es gibt, Allah. Weg von allem, einfach in der Nature, Voll. ein schönes Bauernhäusle. Das Krasse ist, dass halt hinter dem Haus ist halt nichts gebaut und die Sonne geht halt genau hinter dem Haus unter. Das heißt, du hast halt und die Sonne geht direkt immer ins Studio rein, also in das Producer-Zimmer, in das Hauptzimmer. Das heißt, du hast jeden Abend im Sommer hast du halt einfach so orangenes Licht und so, das einfach ins Studio reingeht oder genau da draußen ist eine Terrasse, ist halt einfach geil. Genau, wahrscheinlich werden manche auch den Raum oder so kennen, weil wir hatten ja damals auch schöne DVD bei Ja. Märtyrer. Märtyrer oder auch Märtyrer. Genau, und dann hast du aber mit den Jungs zusammen, der letzte Step war mit den Jungs zusammen die EP gemacht. Aber wann hast du mit der Genau. EP angefangen? Weil du hast es ja auch schon, du hast es ja jetzt nicht auf Press gemacht, oder? Du hast Songs Locker. gemacht, genau, gemacht und wusstest gar nicht, was damit wirklich passiert, oder? Genau. Einfach locker, ohne krassen Plan, einfach Musik machen. Und vor allem war es für mich halt krass, weil ich höre halt voll krass, also viel Ami-Rap und mich überhaupt erstmal auf Deutsch zu finden, das war halt krass. Und war das so eine Selbstfindungsphase irgendwie. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, so der Aufnahmeprozess, aber ich glaube, ich war so ein Jahr dran. Ein Jahr an 7 Songs ist schon eine gute Zeit. Und
habe mich, glaube ich, gut zurechtgefunden jetzt im Zuge der EP. Und jetzt so, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass ich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Bock auf 190, 95 BPMs habe und einfach ein bisschen mehr Hip-Hop, ein bisschen mehr Spitten, so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, das, was ich damals auf Englisch gemacht habe, aber jetzt irgendwie auf Deutsch. Weil die EP ist auf jeden Fall schon sehr newschoolig vom Sound her, ohne dass es jetzt irgendwie wie der Rest klingt, finde ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon, ja, wie soll ich das sagen, am Puls der Zeit vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Post hat gefragt, und wie bist du dazu gekommen, auf Deutsch weiterzumachen? Es ist so, dass der Mick umgezogen ist, mit dem ich früher Musik gemacht habe, und ich war halt dann hier alleine und es hat irgendwie, ja, ich lebe halt in Deutschland, ich kann Deutsch, genauso wie ich Englisch kann, und irgendwie hat es dann keinen Sinn gemacht für mich, weiter auf Englisch Musik zu machen, zumal es halt voll die Challenge war, weil einfach Deutsch so eine krass kantige Sprache ist. Und viel weniger Wörter hat als im Englischen, und es ist schwieriger, in Deutsch Musik zu machen, aber es war halt auch eine Herausforderung irgendwie, und deswegen, ich habe halt dann einfach angefangen, und ja, ich finde es geil. Wir waren weiter bei den Videos, und dann muss man, kann man natürlich dazu sagen, wie ging es dann weiter? Naja, ich habe dann auf jeden Fall, wir waren, also du und ich, waren zusammen auf ja, der Junggesellenfeier von Savas, von Smooth. Und da waren wir in der Küche und da hast du gemeint, ey, Dizzle, so wenn du jemals irgendwie ein Musikvideo oder so, wenn du was machen willst, holla at your boy. Und ich wusste das ja gar nicht, dass das Smooth damals für mich irgendwie bei dir oder dir gesagt hat, ey, wenn du mal ein Musikvideo für einen Dizzle machen möchtest oder kannst, sag mal Bescheid. So, das habe ich erst nach seinem Tod erfahren. Das hat mich auf jeden Fall auch echt gerührt. Aber dann, ja, ich habe dann mit den Jungs das angefangen und habe dir dann ein paar Songs geschickt von der EP. Und da haben wir direkt in Berlin-Oberneck gedreht. Das war so mein erstes Musikvideo. Richtiges. Wir haben dann, wir wollten ein altes, irgendein Oldtimer, ne? Irgendeine Ja. schöne Oldtimer-Kache. Und dann hat mir der gute Schau Takt, dann am Mole. ja, genau, Mole, Big Up. Und man muss dazu sagen, der Kontakt kommt von Takt Takt. 32 und Liquid Walker. Die beiden haben mir dann den Kontakt hergestellt zu Mole und ging alles super rein. Ne, genau, er hat mir Bilder geschickt, was für Autos er gerade da hat. Und Alter, das sind so krasse Autos dabei, ey. Jo, Boah. der Russe, Ruski, was geht ab? Pogo, ne, das ist ADS. Nicht Pogo, ADS, ADS, aka Dissel. Let's Was go. gab es für dich zu dem Dreh? Irgendwas, was dir im Deckel geblieben ist? Ihr seid ja, glaube ich, mit einer ganzen Horde nach Berlin angereist, ne? Was habe ich im Kopf? Es war einfach geil. Wir sind einfach die Treppe einfach, als wir in Berlin rumgeschaut haben. Das ist so, war so das Spontan-Ding. Und auf jeden Fall natürlich der ganze Dreh an sich. Und als wir dann Currywurst essen waren in diesem Shampoos-Laden Ja, am Mann, Kudamm. ja, Mann. Stimmt, man muss dazu sagen, ich hatte ein paar Spots davor geklärt und wir wollten zu einer Treppe gehen und sagten so: Oh, geil, die ist voll geil beleuchtet. Wir gehen da zu späterer Uhrzeit hin, wenn da keiner mehr da ist. Dann sind wir zu späterer Uhrzeit hingefahren und siehe da, Licht war aus. War dunkel, war aus. Da habe Scheiße. ich noch gemeint, ob da was da jemand anruft. Ob Samas jemand bei der Stadt anruft wegen Licht. Ja, ich erinnere mich. Rihanna ist da für Videodreh. Ich erinnere mich jetzt. Ich glaube, das hatte ich verdrängt, aber das hast du tatsächlich gesagt, ja. Da war auch der Sound für dich komisch. Sagst du, du hast dich jetzt nochmal in eine andere Richtung entwickelt für dich selbst? Ja. Okay. Immer. Also, was heißt komisch war er nicht. Ich finde ihn nach wie vor dope. Aber so für mich ist es immer eine Weiterentwicklung. Es muss immer besser gehen. Es gibt für mich, ich verstehe zum Beispiel auch Rapper nicht oder ja, die ins Studio gehen und die irgendwas hinrotzen und das zwei, dreimal probieren, dass es on beat ist und dann rausgehen und sagen, okay, scheiß drauf, das gibt's bei mir nicht. Es gibt keine Kompromisse. Und
Es muss immer weitergehen, so immer besser werden. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Das ist so der eigene Anspruch, den ich an mich stelle. Vom Sound her finde ich das voll gut. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu so künstlerisch angehaucht war, weil die Leute konnten mit Obern nichts, irgendwie die wussten nicht, was meint er damit, was will er damit sagen. Aber ich finde es nach wie vor überfresh so und aber nichtsdestotrotz ist es halt, ich will jetzt mit den nächsten Songs so ein bisschen mehr an meine Wurzeln zurückgehen, was auch das einfach Rap angeht und Hip-Hop angeht. Mit dem X und dem O. Willst du das hier Also erklären das. oder ist es so, willst du das offen lassen? Nee, ich erkläre das gern. Also für mich war es einfach so, ich mag halt auch gern diese versteckten Sachen in Songs und ich bin auch ein Fan von, ob das jetzt ey, keine Ahnung, Mann, wenn du dir ein gemaltes Bild anschaust und in dem Bild sind irgendwelche versteckten Sachen drin und man entdeckt die erst beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal oder man hört Songs und hört so ein Wortspiel erst beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal, auf sowas stehe ich halt, weil ich finde es halt voll spannend. Ich mag das eigentlich nicht, wenn man alles auf so einem Silbertablett serviert bekommt und es ist halt leider in der heutigen Popmusik und Urban Pop und Urban Hip-Hop Pop ist es halt so, dass alles so super offensichtlich ist. Und für mich war es halt einfach so auch so ein Move, auch so für mich, erst in allererster Linie für mich und allgemein mit dem ersten Song, mit dem ersten Musikvideo, das ich mache und allgemein mit dem ersten deutschen Shit, den ich so bringe, einfach was zu machen, was ein bisschen anders ist. Und ob das, auch wenn es polarisiert ist, war mir und ist mir nach wie vor echt egal. Auf jeden Fall, meine Ex hatte O-Beine. Ja, also es spielt zum einen mit Ex-Freundin und dass sie O-Beine hatte. Aufgebumste Beine. Oder auch, ja, XOXO, also Kisses and Hugs. Es ist auch eine Verabschiedung und das schreibt man auch unter Briefen. Und das ist halt einfach ein Wortspiel mit dem X und mit dem O. Übergeil. Und ja, das hat man auch im Ami-Rap, hat man ganz klar. Aber das nervt mich so ein bisschen an ganz viel, so an 80 oder 85% der Deutschrap-Geschichten ist, dass halt so viel einfach wie aus einem Schliff klingt. Und es klingt alles so super gleich. Und das ist einfach so anstrengend, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich hören soll oder was ich genießen soll. Und deswegen war es für mich wichtig, einen geilen Beat zu picken, der irgendwie modern ist, aber halt doch irgendwie anders. Und auch einen Song zu machen, der halt jetzt einfach mal anders ist. Und nicht einfach mitschwimmt mit allen anderen. Mein Gott, wir können hier in dem Studio, das ist jetzt nur der kleinste Raum, wir können auch Autotune überall anschmeißen und das, einfach dieses Muster durchfahren, aber da habe ich keinen Bock drauf. Und aber nichtsdestotrotz ist es für mich auch wichtig, so mit den nächsten Songs, die jetzt kommen werden, mich weiterzuentwickeln. Und zwar musikalisch als auch, ja, auch vom Rap-Ding her. Ich will einfach ein bisschen mehr spitten wieder. Fehlt mir einfach momentan so ein bisschen in Deutschrap. Ganz arg. Wenn du Mucke hörst und du hörst Autotune, fuckt das dich direkt ab? Oder sagst du, es gibt auch Leute, die es richtig einsetzen, wo du sagst, ey, es zeckt dich Ich an? benutze es. Ich benutze es auch selber. Ich habe einen Okay. Song, da ist I ich habe einen Song, da ist Ibo 400 zum Beispiel. Der ist halt, wird auch Autotune benutzt. Und das ist einer der Songs auf der EP, der mit am meisten, also wo ich das meiste positive Feedback so mitbekomme. Ich habe kein Video dazu gedreht. Das Ding ist halt, irgendeiner hat mal gemeint, dass Autotune wie ein Instrument benutzt wird. Und Voll, voll. ich finde es auch voll geil, dass es einem Menschen, der eigentlich nicht von Grund auf singen kann, dass es ihm ermöglicht wird, irgendwie trotzdem seine Stimme musikalisch zu benutzen durch dieses Instrument, wie er es eigentlich nicht könnte, wenn er dieses Instrument, nämlich Autotune, nicht hätte. Und das finde ich eigentlich voll positiv. Aber es wird halt komplett übersättigt, Mann. Es gibt einfach so viel Schrott da draußen, es ist einfach so eine Hook, ist einfach auch mal in 5 Minuten eingesungen und
es gibt geile Sachen und es gibt nicht geile Sachen. Ich bin zum Beispiel eine Zeit lang komplett auf Future hängen geblieben. Aber richtig. Und ja, es gibt so ein paar deutsche Künstler, zum Beispiel Trettmann, ich mag, wie er das einsetzt. So, das gefällt mir einfach. Manche Songs mehr, manche weniger. Aber es kommt echt immer drauf an, wie man es benutzt. So. Wo denkst du, liegen deine Schwächen? Ich verkopf mich ganz oft. Meine Schwächen, also es ist so, dass ich dann zum Beispiel, wenn man was vergleicht, ne, man sagt, das ist irgendein Wortspiel, bla bla bla, wie bla bla bla. Ich sage zum Beispiel voll ungern so wie, weil einfach so wie falsch ist. Es heißt einfach wie und nicht so wie. Und ganz viele Leute sagen einfach so wie. Das ist so wie als wenn. Also es ist einfach falsch und an solchen Kleinigkeiten hänge ich mich manchmal auf, obwohl die Zeile Sinn machen würde mit so wie. Aber da hänge ich mich halt einfach, keine Ahnung, eine Stunde an irgendwie 4 Bars auf, nur damit ich das irgendwie ausdünnen kann. Und andere Leute, die scheißen komplett auf sowas, die scheißen da drauf und haben damit Erfolg. Und das ist halt einfach was, was sich, also ich verkopf mich, was Lyrics angeht, das wird man auch auf den nächsten Songs hören, zum Beispiel bei der Junge. Du und ich haben ein Musikvideo für der Junge gemacht, da sind zum Beispiel ganz krasse Zeilen drin, die, ich glaube, die viele Leute checken die überhaupt nicht oder wissen, was da dahinter steckt. So. Und deswegen liebe ich es, wenn jemand halt krass sich Gedanken, wenn einfach Sachen geil formuliert sind. So. Das ist einfach so für mich einfach geil. Es gibt andere Künstler, so wie ein Tour, der einfach 6.000 Follower auf Instagram hat. Ich bin jetzt nicht der Über-Tour-Fan, null, aber der ist halt krass, das Album war einfach krass von ihm. Und ja, und das checkt halt keiner. Ey, übrigens, ihr kriegt dieses Ibo 400 und sowas, Dissel vorhin angesprochen hat, gibt's natürlich alles bei Spotify, ne? Ich zock ja auch voll gerne. Ich lieb Fallout, Mann. Ich hab Fallout. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Aber ich hab Fallout ohne Hickhack, glaube ich, 26 oder 28 Stunden gezockt. Echt jetzt? Digga, am Stück? Ja. Ich hatte Urlaub, Mann. Alter, das Spiel ist einfach so geil. Das ist einfach so geil. Und man muss dazu sagen, die ersten Videos hatte gute Dissel, a.k.a. ADS. O-Beine kam bei Savage, bei Cool Savage auf dem YouTube-Kanal. Ja. Viel Geruch kam bei 16 Bars, richtig? 16 Bars, ja. Genau, und dann die anderen Songs kamen dann erst auf seinem eigenen Kanal. Auf YouTube sind echt alle Anfänge so schwer, aber irgendwie ist es auch geil, das mitzunehmen, finde ich so. Es ist geil, irgendwie für etwas, was man möchte oder was man gerne tut, auch in den zu geben. Aber es wäre schön, wenn ein paar mehr YouTube-Abonnenten am Start wären. Ich werde auf jeden Fall, also es wird immer Mucke machen und ich werde immer meinen Ansporn, der wird immer höher werden. So. Und wie gesagt, das ist jetzt so die Songs, das sind jetzt echt die ersten, die ich je auf Deutsch gemacht habe. Das sind die ersten Sachen, die entstanden sind und ich finde es für ein Pilotprojekt schon geil und ich bin auf jeden Fall am Ball. Danke an Dirk, ey, dass ich hier sein durfte, dass ich mal chatten durfte mit euch und es war für mich auch ein erstes Mal. Ey, krass, ich habe meine erste Twitch-Session mit dir gemacht und mein erstes Musikvideo auf Deutsch mit dir. Und ey, Dissel, danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast da und man. Ey, voll gerne, Alter. Jederzeit wieder. Wir wiederholen es auf jeden Fall, Mann. Yes. Ich würde sagen, in diesem Sinne, danke an alle, die zugeschaut haben und auch danke. Macht's gut, schön, dass ihr da wart. Genau, und auch danke, die alle sich das nachträglich anschauen auf YouTube. Check Dissel an. Absolut, danke. ADS96, youtube.com/ADS96, Instagram ADS96 Music. In diesem Sinne, der Stream ist raus. Ahoi, bis ganz bald.